Herzlich willkommen aus einem schäbigen Hotelzimmer in München. Das ist der liebe Daniel, der macht normalerweise die Kamera bei mir, wenn wir so kleine Reportagen machen. Und das ist der Sebastian Kubot, ja, unser Drehortexperte. Ihr kennt ihn bestimmt, wenn ihr euch schon mal ein paar Sachen angeschaut habt. Also ein paar Mal ist er dabei. Bei welchen Sachen? Monaco, Franz und Pumuckl. Und es kommt noch einiges. Ja, ich hoffe, das wäre so schön, weil es macht nämlich riesigen Spaß. Wir spielen heute ein bisschen und zwar auf dem Nintendo 64. Ein Spiel, was ich auch damals hatte. Es ist wirklich, wirklich fantastisch. Es ist nämlich Wave Race 64. Hatte ich auch. Hattest du auch? Wir sollten es mal starten vielleicht. Da, genau. Es ist auf der gemoddeten SNES Mini. Darauf spielen wir das. Und es ist eins der Spiele, die darauf sehr gut laufen, muss man sagen. Ne? Weil die Emulation von dieser Konsole ist nämlich immer schwierig. Das kriegen sie irgendwie nicht hin, die wirklich so zu emulieren, dass sie mega geil ist. Aber das Spiel gehört zu den Spielen, die gehen und machen echt Spaß. Ich habe das so gerne gespielt. Und Daniel, du auch, gell? Du hast es auch gehabt damals. Ja, abgefeiert. Irgendwann war es dann aber schon eintönig. Ja, das stimmt schon, weil es keine Items gibt zum Beispiel. Aber trotzdem war es extrem schön und hat Spaß gemacht. Habt ihr hier... Du musst mit Sunny Beach anfangen, ne? Habt ihr zwei Player gemacht und so? Ja, ja. Ja, dann nehmt doch den. Ist doch gut. Mittel? Ja. Das geht nur leicht. Oder kann ich nichts verstellen? Nee, man muss das erstmal erspielen wahrscheinlich. Ja, was Handicap ist, keine Ahnung. Was weiß ich auch nicht mehr. Lang ist es her. So, mit dem Kamerabild ist okay? Ja, geht, oder? Ja, geht, ist okay. Ich sehe eh alles. Also, Sebastian ist oben. Es ist ein kleines bisschen abgeschnitten, aber das ist nicht so schlimm. Die Emulgation von dem Wasser ist. Die Emulgation von dem Wasser. Ein Traum. Genau. Ein Traum. Sehr gut. Ja, Aufgabe ist es natürlich, an den Pfeilen dieser Ballons vorbeizufahren. Und sonst gibt es Strafpunkte. Und die geben natürlich dann auch Strafzeiten am Ende. Das ist schnell. Wow. Ist schon geil, gell? Oh, ich hab das so gerne gespielt. Ja, super. Das ist schneller, das gibt's ja nicht. Nee, ich fahr besser, das ist es. Ah. Gut, jetzt bist du da vorne. Ja, jetzt ist er vorne, also, der Daniel. Gemeckert. Nochmal deine Sünden. Hauptsache gemeckert. Aber es ist natürlich knapp, ne? Ein Kopf an Kopf. Ja, ein Kopf an Kopf Rennen hier. Oh. Ich glaube, deiner ist schneller. Also ich fand auch den Soundtrack immer geil. Den war auch cool. Auch gut, ja. Ne? Also das war schon eine geile Atmosphäre insgesamt. Aber es stimmt schon, irgendwann ist es ein bisschen eintönig geworden, klar. Es war halt damals was Besonderes, weil die 3D-Grafik auch total neu war. Ja, klar, genau. Klar. Und klar. Das Wasser. Das kann sich die Jugend heute nicht mehr vorstellen. Vorher sind wir nur von links nach rechts gerannt. Naja, aber die PlayStation 1 kam ja schon noch davor. Dann gab es ja gleichzeitig den... Aber nicht ewig davor. Sega Saturn. PlayStation 1 kam 95 auf den Markt und in Deutschland kam die Nintendo 96. Im März 97. Ja, in Japan kam sie 96. Das hat sich ja total verzögert. Mhm. Die haben das ja permanent verschoben. Und die Konsole hieß auch am Anfang an, das hieß Ultra 64, da haben sie den Namen dann nochmal umgeändert und das war schon ein Hickhack damals, ne? Das war schon krass. Und ursprünglich wollte Nintendo Sony einkaufen, damit die eine Erweiterung für Super Nintendo. Natürlich, daraus ist dann die PlayStation 1 entstanden. Bei dir gelernt oder aber bei anderen Nintendo, Nintendo ist natürlich auch ein Verein, der, ja, Daniel hat gewonnen, wir sprechen hier über die Hintergründe, aber ist ja auch nicht schlimm. Nintendo ist natürlich ein sehr schwieriger Verein. Ne? Die mahnen ja alles ab und ich glaube, dass die ein ganz, ganz schwieriger und arroganter Verhandlungspartner sind und ich glaube, dass die wirklich Sony gesagt haben, ihr müsst uns unseren Bedingungen unterwerfen, weil wir sind schon lange dabei, wir sind erfolgreich und ihr werdet von unserem Erfolg profitieren. Ich glaube, dass das so ablief, ehrlich gesagt. Und dann hat natürlich Sony irgendwann gesagt, so Leute, ey, das machen wir nicht mehr mit, wir machen jetzt unser eigenes Ding. Und da kam die PlayStation, die ja auch eine andere Zielgruppe hatte als Nintendo. Von daher ist es Sony wirklich gelungen, da einfach andere Leute zu akquirieren. Leute, die bis dato gar nicht unbedingt am Zocken waren, ne? Weil das waren mehr Spiele für Erwachsene. Weg von der Comic-Grafik und so weiter, die PlayStation-Spiele. Ja, genauso wie Nintendo, damit er Wii auch wieder neue Leute generieren konnte, das waren die ganzen Weiber. Ja, die Wii war echt ziemlich gut, auf jeden Fall. Revolutionär mit der Steuerung. Ja. Wii U war natürlich hingegen wohl ein Flop, ja?
die Wii U. Ja, war nicht so erfolgreich. Die Switch ist jetzt wieder am Durchstarten. Ja, das stimmt. Aber der Flop von der Wii U, ich muss ja sagen, ich finde Nintendo schon einen sehr arroganten Haufen. Und wenn die ab und zu auch mal einen Flop haben, dann ist das okay. Jetzt finde ich das absolut in Ordnung. Also, ja, ich kenn's freut aus, mich. Ich kenne es aus meiner Kindheit aber, dass alle immer PlayStation abgefeiert haben und ich einer der Letzten war, der so gesagt hat, Nintendo ist cool. Und da war PlayStation immer cool und Nintendo 64 haben alle immer blöd gefunden. Ja, ja. Genauso gut, wie dann plötzlich WCW cool war und die WWF war nicht mehr. Was? Das war aber nach meiner Zeit dann. Also ja, so WWF war doch immer ganz geil. Ja, Anfang der 90er. Ja, genau. Als du noch jung warst. Ja. Ist richtig. Aber absolut. Mitte der 90er dann, hast du schon wieder gewonnen? Klammheimlich, ne? Klammheimlich. Mach mal eine Mal lang mal gucken. Wenn du wieder gewinnst, ist gut. Nee, wir müssen aber hier ein bisschen. Wir müssen noch ein bisschen. Ja, ja. Machen wir fünf. Noch 5 Minuten hier erst um. So wie es auch bei Marvel und DC den Konkurrenzkampf immer gibt. Und ja, deswegen Marvel wundert mich aber, dass die ganzen großen YouTuber und Gamer alle Nintendo-Fans sind. Also Flying Uwe, Unge, die sagen... Weil es ein Kindheitsding vielleicht auch ja, mehr ist. Ja, die sagen alle, genau, die sind mit Nintendo groß geworden und sind ja Nintendo-Fans. Und ich kenne von früher immer, dass alle PlayStation abgefeiert haben. Ja, aber weil sie dann vielleicht schon etwas älter waren. Und wenn man dann erwachsen ist, dann guckt man wieder, was habe ich denn mit 10 oder 11 gespielt? Und dann war es noch bei den meisten noch gar nicht die PlayStation. Flying Uwe ist ja auch so meine Generation eher. Unge ist ja recht jung noch, der ist Ende 20, glaube ich. Und der ist dann wahrscheinlich mit N64 groß geworden. Ja, ja, wahrscheinlich. Mhm. Wahrscheinlich. Yeah. Bin ich jetzt vorne? Ja, na, also vorne. Ja, du bist noch gar nicht um die Ecke da hinten. Nee. Jawoll, ja. Siehst du mal. Doch. Sehr cool. Spielt ihr hier immer nur eine Strecke? Wir können keine andere anwählen. Das ist aber sehr merkwürdig, cool, ehrlich gesagt. Das da gab es echt coole Strecken. Ja, natürlich gab es coole Strecken. Die war die langweiligste. Ja, aber man kann doch nicht im Zwei-Player-Mode nur eine Strecke spielen. Was ist da los? Der Chef kann gerne gleich mal ausprobieren, ob er nicht. Naja, der Chef weiß auch, kann ja auch nicht hexen. Ja. Bin ich irgendwie auch schlagen? Du kannst nicht hacken? Nee, schlagen konnte man nicht. Wo bist denn du bei welchem Spiel? Oh, super. Aber man konnte Tricks machen, oder? So Loopings. Ja, Looping so, kann man, also Salto kann man machen und unter Wasser. Aber Schlagen war Super World Cup beim NES. Okay. Yeah, gewonnen. Yeah! Nicht schlecht. Kennt ihr World Cup auf dem NES? World wenn dann Cup? In der Halbzeit. Fußball, wenn dann 12 von 22 Spielern nach der Halbzeit auf dem Rasen liegen und sich nicht mehr bewegen können, weil sie alle niedergemäht wurden. Und sind wir wieder in der Level. Na gut, müssen wir uns einmal. Hä, wieso? Wer hat denn gedrückt? Ich weiß. Oh, Lava. Oh, drücken ist nicht gut. Ist nicht gut. Jetzt haben wir zum 50. Weil das kann man doch ja, nicht machen. Nee, ich gleiche jetzt aus zum 2-2, dann war das alles auf der Strecke. Dann war das einfach nur fair. Aber dass man die anderen Strecken nicht anmelden kann, das ist natürlich echt ein Ding. Ja, das ist mal ein Let's Play, das ist extrem abwechslungsreich. Muss man mit dem Originalmodul spielen, dann geht es auch. Aber dass das nicht emuliert wird, dass man nicht die Strecke auswählt, das kann ja kein Emulationsbug sein. Das gibt's keine ja nicht. Ahnung. Das glaube ich nicht. Das wäre also. Hey, ich bin schon wieder vorne. Strange. Yeah, der Kubota ist vorne. Ja, der alte Aufholer. Ich glaube, deiner ist schneller. Ja. Ihr habt ja andere Bikes, oder? Oder habt ihr die gleichen? Nehmen wir andere. Wir hätten die gleichen nehmen sollen. Naja, nö. Aber gibt's du siehst ja, du hast ja 2-1 gesagt. Ja. Ist ja bei Mario Kart, den nehmen wir auch nicht den gleichen. Also eben. Gut, es riecht nicht wieder in der Autos auch. Ja, und Mika Vaporous hatte ich eben auch auf dem Ende. Die Insider-Gags sind dann nicht so gut. Ja, die kapiert doch keiner. Wir haben immer so viele Insider-Gags, ne? Wenn die alten Bros hier zusammensitzen aus dem Ja. Ein Spiel, was ich auch auf dem N64 hatte, war Pilot Wings. Oh, natürlich, Pilot Wings. Das war auf dem SNES ja schon geil mit dem. Ja. Stimmt, wie ist denn mal der Effekt? Mode 7 Effekt. Mode 7. Das war richtig, und vor allem auf dem N64 halt mit der Grafik, da hat man sich wirklich gefühlt, als würde man gerade fliegen. Ja, Pilot Wings war großartig. Hey, Entschuldigung, 2-2, jetzt kann der Chef hier mal. Ne, 2-2, ja gut, dann machen wir nur ein Entscheidungsding, weil dann ist ja wirklich 2-2. Ja, auf einer neuen Strecke, aber. Ja, aber schau mal, wähle wir können eh keine neue auswählen. Wähle Kurs. Genau. Dann wähl mal. Vielleicht muss man die alle freifahren irgendwie. Also. Das gibt's doch überhaupt nicht. Wahrscheinlich muss man die Solo erstmal freifahren. Ja, deswegen. Ach, das ist und das dann ein Finale ist, jetzt noch bei. Das bei gibt's doch aber nicht. Ach, das ist ja wirklich blöd. Ein Finale noch. Okay. Es gab so schöne Strecken. Ja, absolut.
wo man auch richtig springen konnte und dann unter Wasser und Salto. Vielleicht ist das ein Zwei-Player-Mode Light. Wo man nur eine Strecke. Aber das ist ja auch bescheuert. Das wäre so schlecht programmiert. Es gab übrigens das Spiel auch auf dem Game Boy, aber da war es ein Top-Down-Racer. Mhm. Und danach hat das Franchise aufgehört. Danach gab es keins. Nach N64. Wave Race. Ja, genau. Mhm. Nach N64 hat es aufgehört. So, genau. Ich weiß nicht, kann auch sein, ob die Game Boy-Version. Ne, die muss ja vorher gekommen sein. Ne? Also was sind denn die großen Traditionsserien? F-Zero, Zelda. X-Cup, aber noch nicht auf dem NES. Ja. Mario natürlich. Allgemein natürlich FIFA. Mit Metroid? FIFA hatte übrigens seinen Anfang auf dem Mega Drive. Das war der Anfang vom FIFA-Franchise. Und war jetzt auch nicht so spektakulär, der erste Teil eigentlich. Ne? Den habe ich auf DOS gespielt. Das war, der hieß nur FIFA, glaube ich. Und dann kam FIFA 96. Das war dann das zweite, glaube ich. Ich glaube, der erste Teil hatte auch noch keine offizielle Lizenz von FIFA. Das war auch noch so ein Ding. Von den Namen her meinst du? Ja. Der eine kann es, der andere nicht. Also, wie sieht's denn hier aus? Sebastian Kubot ist vorne. Na, ich glaube, das ist wirklich das Fahrzeug. Im großen Finale hier bei Wave Race. Achtung, und unter Wasser nochmal. Ui. Oh nee, das war nicht richtig. Aber wenn ich hier Spielereien mache... Daniel, was machst du denn? Wenn ich hier Spielereien mache, dann verliere ich noch am Ende. Ja, mach ruhig. Und die Zieleinfahrt oben. Sebastian Kubot fährt er das Ding zu Hause. Er fährt zu Hause. Nach Hause. Und es lag an der Figur natürlich. Erfahrung. Am Fahrzeug. Erfahrung, ja, ich habe mit meinem Bruder lange Zeit Looney Tunes Space Race gespielt, bis wir gemerkt haben, dass die verschiedenen Figuren wirklich verschieden schnell sind. Weil immer einer gewonnen hat. Ja gut, aber das ist ja... Ach, wobei, ich wollte doch... Das wollte ich. Ich verdrück mich da immer. Es hat immer einer gewonnen und das war halt blöd. Egal, wie gut er gespielt hat, immer die eine Figur hat dann ist aber das Spieldesign... Schlecht programmiert. Ja, weil andere Fähigkeiten ist er gut, aber das muss ich ja irgendwo ausgleichen. Dann. Ja, mit irgendwas. Das war, ist ja wirklich komisch. Oh. Das war doof. Dann hatten wir keine Lust mehr. Mhm. Das war Wave Race auf dem Nintendo 64 und ja, war cool, zwar nur eine Strecke, aber ich hoffe, ihr war trotzdem unterhalten ein wenig und macht's gut, ciao. Ciao.